Hallöchen und willkommen zu Häuser mit einem Klick. Ein Mini-Hotel mit Pool. Kabams. Oha, dieser Balkon hat das Lycopa-Sicherheitssiegel. Kein Problem. Nein, wir sind heute in unserem Dorf und haben wieder die Mod dabei, mit der wir 100 Häuser mit einem Klick erschaffen können. OP-Farm, Hotels, in denen ihr mit euren Freunden wohnen könnt, Kinos, Restaurants, aber auch richtige Villen sind dabei. Ultra viele Häuser mit einem Klick. Wir sind in unserem Dorf, werden uns in einen Bewohner verwandeln, der Bauarbeiter. Das ist perfekt. Cop, der Baumeister. Können wir es schaffen? Ja, wir... Was mache ich hier eigentlich? Wir müssen ein passendes Haus finden, weil wir als Bewohner im Dorf leben wollen. Unser kleines Würstchen, der Lumpi, ist natürlich auch dabei. Hallöchen. Wie ein aufgeschrecktes Hühnchen rennt er hier rum. Der wird uns helfen. Das wird jetzt richtig abgefahren. Gehen wir direkt zur Truhe. Das sind alle Kategorien. Heute schauen wir uns Geschäfte, Farm Level 2 und viele moderne Häuser an. Da wird auf jeden Fall was dabei sein. Bewohner, weg von der Baustelle. Seid ihr wahnsinnig? Was ist falsch mit euch? Nicht, dass sich jemand wehtut. Haut ab! Als erstes moderne Häuser und Geschäfte. Einfach rechtsklick. Aha, hier haben wir einen Fruchtladen. Einfach auf Bild geklickt und wir haben ihn mit einem Klick gebaut. Lol, ist das etwa ein Apple-Laden? Wie cool ist das denn? Ein Apfelgeschäft. Natürlich gibt es im Bewohner-Apple-Laden keine iPhones. Das wäre langweilig, sondern richtige Äpfel. Ist doch logisch. Das ergibt Sinn. Es ist so doof. Nein, es gibt sogar das neue Apfel Pro 14 Max für nur 2000 Smaragde und einen Daumen nach oben? Ich nehme 10. Kennst du schon meine neuen Äpfel? Bitte was? Das ist kein Saftladen. Dann als nächstes haben wir ein Kino direkt gebaut. Bam, da ist es schon. Ganz in Orange. Großes Kino ist das. Das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Ich hoffe, Hunde sind erlaubt. Sonst muss ich es leider abfackeln. Gehen wir direkt rein. Echt gemütlich. Hier kann man sich mit Freunden treffen. Es gibt eine Kasse, ein Ticketschalter und natürlich ein Klo. Wir können sogar Popcorn kaufen. Oder Nachos und sogar eine Möglichkeit, unsere Rüstung abzugeben. Hoffentlich bekommt man sie auch wieder zurück. Welche Filme laufen hier überhaupt? Nein! Wütender Wither 5? Das ist mein Lieblingsfilm. Als ob der schon im Kino läuft. Ne. Was gibt es noch? Spider-Man gegen Enderdrache? Den habe ich schon dreimal gesehen. Den kenne ich schon. Und natürlich Feuer, Feuer, Hilfe, ich brenne. Ah, ich bin tot. In 3D. Der war nicht so der Burner. Ha, okay. Gehen wir durch die Tür. Dann haben wir hier einen richtigen Kinosaal. Mit Sitzen und einer Leinwand. Hier kann man mit seinen Freunden einen lustigen Film schauen. Moment. Sekunde mal. Hey Bewohner, guck dir das an. Dieser Film wird dir gefallen. Das sind die neuen Abenteuer von Lycopa und Lumpi. Bitte was? Wie, der Film gefällt dir nicht? Jetzt mach nicht so eine Szene. Dann als nächstes ein Hotel. Das sieht echt modern aus. Direkt gespawnt. Okay, das ist echt cool. Ziemlich hoch. Hier kann man mit seinen Freunden wohnen. Insgesamt gibt es 5 Wohnungen. Draußen haben wir einen kleinen Garten, den man sich teilen muss. Gehen wir direkt rein. Hey, willst du mich die Treppe runterschubsen? Hau ab! Sag mal, so gut. Hier haben wir mehrere kleine Zimmer, schön eingerichtet. Jeder Raum hat einen Balkon. Jedes Zimmer ist anders angemalt. Das ist so schön. Okay, gehen wir direkt hoch. Können wir hier irgendwo einbrechen? Können wir hier irgendwas klauen? Hallöchen, das gelbe Zimmermädchen ist da. Moment. Oh, sind sie etwa am Schlafen? Ich muss das Bett sauber machen. Ich nehme das einfach mit, okay? Ich glaube, das gefällt ihm nicht. Egal. Nein, Bewohner. Du brauchst keine Angst zu haben. Das ist nicht gefährlich. Dieser Balkon hat das Lycopa-Sicherheitssiegel. Kein Problem. Nein! Bewohner? Das war nicht geplant. Ich glaube, das gibt Ärger. Wollt ihr einen Zaubertrick sehen? Nur für einen Daumen nach oben. Abracadabra. Schwebender Topf. Also wenn das kein Daumen nach oben wert ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist das Highlight des Videos. Als nächstes haben wir ein Mini-Hotel mit Pool. Kabams. Oha. Ohne Mist, ich liebe diese Mod. Über 100 Strukturen. Okay, dieses Hotel ist mit Blättern abgezäunt. VIP-Bereich, damit keine Zombies und Creeper eindringen. Pool mit Sonnenschirmen. Nicht vom Beckenrand springen. 2 Häuser mit 2 Wohnungen. Bett, Truhe, Tisch, Balkon. Alles, was man braucht. Das ist echt schön. Was haben wir denn hier noch?
Nein! Hinterm Haus feiern Bewohner eine Grillparty und die haben mich nicht eingeladen. Och, komm schon! Immer werde ich vergessen. Nur weil ich neulich einen kleinen Bewohner gebraten habe? Das war ein Versehen. Das kann auch jedem mal passieren. Bitte was? Du willst unser Würstchen braten? Bist du wahnsinnig? Warte, mein Freund. Dafür werde ich dich in den Pool werfen. Mit Klamotten. Jetzt bist du nass. Das ist richtig unangenehm. Ha, dann... Oha, was ist das? Das sieht ja schick aus. Direkt gespawnt. Lol. Auch hier haben wir wieder eine kleine Villa. Echt modern. Mit einem gewissen Schutz. Aber ich weiß nicht. Zombies und Creeper können easy über die Mauer hüpfen. Weizen vor der Haustür. Es sieht echt schön aus. Soll das ein Pool sein? Da hat ja eine Pfütze mehr Wasser. Das ist maximal ein Fußbad. Auch hier ein paar Räume. Draußen gemütlich sitzen. Bewohner beim Arbeiten beobachten. Aber ganz ehrlich, es ist alles so klein. Ich will eine viel größere Base haben. Als nächstes haben wir ein Restaurant. Hoffentlich werden keine Hotdogs verkauft. Das müssen wir kontrollieren. Kabums, direkt gespawnt. Das sieht echt gut aus. Nicht allzu klein. Auch hier gehen wir direkt rein. Hallöchen. Aha, okay. Hier ist richtig viel Platz. Viele Tische. Hier können eine Menge Bewohner speisen. Pflanzen, Bilder, Fernseher. Sogar draußen könnte man sitzen. Hier haben wir die Kasse. Hier können wir das Essen bestellen. Und dahinter befindet sich natürlich die Küche. Ja, ich weiß ja nicht. Ein bisschen klein, oder? Vielleicht haben die nur einen Salat. Natürlich, mit modernem Klo. Hey, nicht vordrängeln, das ist unhöflich. Sag mal, die Bewohner haben ja gar keine Manieren. Hey, hast du dir überhaupt die Hände gewaschen? Ich pack dich gleich in die Wäsche, mein Freund. Aha, das Badezimmer. Wir können Hände waschen, eine Toilette für Jungs und ein Klo für Spinnen. Moment, Mädchen spinnen? Hä? Ja, schönen guten Tag. Ich hätte gerne ein Happy Meal mit einer kleinen Fanta. Bitte was? Ihr habt nur noch Salat? Und ihr wollt ein Restaurant sein? Ich werde den Laden abfackeln. So leicht lasse ich mich nicht abspeisen. Als nächstes haben wir einen Getränkeladen. Kabams. Okay. Das ist interessant. Mit der Mod können wir eine ganze Stadt errichten. Für die faulen Leute unter uns. Genau das Richtige für mich. Der Saftladen. Hoffentlich keine Softdrinks. Zuckergetränke sind nicht gesund. Fanta. Bambucha, reden wir nicht lang. Auch hier gehen wir direkt rein. Hallöchen, dieser Laden sieht echt schön aus. Hohe Sitze und Tische, Pflanzen, tolle Dekoration, sogar mit einer Bar. So viele Getränke, die können wir den Bewohnern verkaufen. Herzlich willkommen zu Le Copas Getränkemarkt. Die guten mit Stückchen. Moment. Was? Möchtest du meinen Honig kaufen? Ich habe die Bienen eigenhändig gemolken. Hey, wo willst du denn hin? Wir haben auch andere Säfte im Angebot. Wie wäre es mit Wurstwasser? Für nur 5 statt 3 Smaragde. Spaß beiseite, echt toll. Wir können unser Menü aufschreiben. Man kann sich mit Freunden treffen, was trinken. Natürlich haben wir auch Fässer. Selbstverständlich haben wir auch Toiletten. 4 Klos, das müsste reichen. Es gibt über 100 Strukturen. Macht euch bereit für Farm Level 2. Die gehen wir etwas schneller durch. Als erstes haben wir den Hühnerstall. Direkt gespawnt. Und sieht echt cool aus. Falls ihr noch Ideen braucht, dann probiert das hier. Hier oben haben wir einen Käfig. Hier müssen wir Hühnchen fangen und einsperren, die durchs Wasser festgehalten werden. Sollte ein Huhn ein Ei legen, wird dieses mit einem Trichter in eine Truhe weitergeleitet. Einfach unten bequem einsammeln. Das ist echt für Doofe. Nicht nur das, es gibt einen Werfer. Einfach Eier reinlegen und wir können neue Hühner in den Käfig schießen. Hier wird keine Hand schmutzig. Eine richtige Eierfarm. Was wir alles damit machen können. Damit können wir Bewohner abwerfen. Hey, mein Freund, du kommst erst raus, wenn du Smaragde gelegt hast. Es gibt nichts Besseres, als Bewohner einzusperren. Ich werde sie erst rauslassen, wenn sie Smaragde gelegt haben. Dann eine komplett automatische Farm. Die hatten wir in der ersten Folge gesehen. Ich werde es am Ende verlinken. Als nächstes haben wir einen Teich. Auch diesen direkt gespawnt. Okay, der sieht echt schick aus. Hier können wir in Ruhe Fische angeln. Seerosen, ein Bäumchen, ein Steg. Das sieht so schön aus. Aber wisst ihr, was wir an einem Teich noch machen können? Richtig, wie im echten Leben. Wenn ein Bewohner vorbeischwimmt, einfach mit Kartoffeln füttern. Ganz normaler Tag. Als nächstes haben wir eine Bienenfarm. Mit einem Klick gebaut. Das sieht echt interessant aus. Alles in einem. Blumen, Bienenkörbe, Feld und Blümchen. Cool. Nein, Lumpi, lass die Bienen in Ruhe.
Bewohner, lass Lumpi in Ruhe. Oh, das ist doch... Auch das werden wir beobachten. Bienen sammeln Nektar von Blümchen. Dazwischen ein Feld, welches bestäubt wird. Und am Ende fliegen sie zurück in ihre Bienenkörbe. Aber wir können keine Bewohner einsperren. Das gefällt mir nicht. Natürlich haben wir auch eine Zuckerrohrfarm. Auch die direkt gespawnt. Eine kleine Box. Echt cool. Ziemlich simpel. Wenn Zuckerrohr wächst, dann wird es sofort abgebaut. Wir müssen nur eine Lore mit Trichter auf die Schiene stellen. Diese fährt immer hin und her und der Zuckerrohr wird automatisch eingesammelt. Das ist ja 10 von 10 smart. Schlau? Sind wir noch immer auf dem Lecopa-Kanal? Aber die beste Funktion, wir können Bewohner einsperren. Ha, eine Pilzfarm darf natürlich nicht fehlen. Direkt gebaut, klein und schnucklig. Alles ist dunkel. Das ist perfekt. Perfekt, um Bewohner einzusperren. Dann haben wir natürlich noch einen gigantischen Stall. Auch den werden wir spawnen. Holla, die Waldfee. Was ein Riesenteil. Was für ein Oschi. Hier haben wir unfassbar viel Platz. Viele Gehege, sehr geräumig. Genau sowas habe ich gesucht. Hier können wir ein ganzes Dorf einsperren. Haha, endlich. Neue Freunde. Ob sie wollen oder nicht. Bitte was? Es ist gemein, dass wir Bewohner einsperren? Ich glaube, du hast recht. Wir sollten damit aufhören. Immer mehr davon. Hahaha. Das kommt davon, wenn ihr auf meiner Baustelle rumturnt. Ihr seid selbst dran schuld. Natürlich haben wir auch Farm Level 3. Das sind OP-Farmen. Aber dazu kommen wir noch. Kommen wir nun zu modernen Häusern. Als erstes haben wir die Hobbit-Höhle. Kabams! Direkt mit einem Klick gebaut. Oha, das sieht echt gut aus. Hey, die brechen in unsere Base ein. Das ist illegal. Ich hab die doch gerade gespawnt. Oh, Spaß beiseite. Unser Lumpi liebt solche Bases. Auf dem Dach haben wir 4 Bäume. Direkt ein Hundeklo. Gehen wir direkt rein. Das müssen wir uns anschauen. Das ist awesome. Diese Gänge mit Stufen abgerundet. Der gelbe Holzwurm ist am Start. Karierter Boden, Pflanzen und Glas an der Decke. Ein Schlafzimmer, Bett mit Kerbe. Hier kann unser Lumpi pofen. Bitte was? Ich soll auf dem Holz schlafen? Du kleines freches Würstchen. Hier hat man Platz. Das ist echt genial. Jedes Haus, was wir ab jetzt sehen, hat eine Leiter. Diese führt bis zum Untergrund. Dort gibt es sogar eine Kiste mit Werkzeug. Das ist perfekt, um richtig Bewohner einzusperren. Ha, so viel zu dieser Base. Dann, was ist das? Ein Riesengebäude. Cottage. Kotag. Kot ist Programm. Sieht irgendwie komisch aus. Mit einem Klick gebaut. Okay, das grüne Dach springt einen ins Auge. Aber das kann man ja umgestalten. Im Zweifel abreißen. Diese Base ist einfach perfekt. Perfekt, um sie wegzusprengen. Draußen haben wir ein Riesenfeld. Damit haben wir das größte im ganzen Dorf. Niemand wird was abbekommen. Das ist alles meins. Gehen wir direkt rein. Ein schmaler Gang. Ein roter Teppich wurde ausgerollt. Am Ende des Ganges haben wir eine kleine Küche mit Truhen an der Decke. Ist da was drin? Können wir was klauen? Können wir was mitgehen lassen? Nur asoziale Leute würden das einfach klauen. Das nehme ich mit. Das kann ich gut gebrauchen. Ich bin echt gespannt, in welcher Base ihr leben würdet. Sekunde mal. Kerze beim Holz? Ist das nicht gefährlich? Bewohner, bist du wahnsinnig? Das ist illegal. Gehen wir eine Etage nach unten. Dort haben wir einen Keller. Perfekt, um Sachen zu lagern. Zum Beispiel Bewohner. Nein, nicht Lumpi grillen. Bist du wahnsinnig? Das geht nicht. Das ist doch Feuer. Da könnt ihr doch sterben. Das wäre eine Katastrophe. Nicht schlecht. Gehen wir die Treppe nach oben. Hier haben wir noch Platz zum Bauen. So wie einen großen Balkon. Aber ich weiß nicht. Das Schlafzimmer, das ist irgendwie klein. Das ist eine Abstellkammer. Außerdem haben wir eine Leiter, die zum Dachboden führt. Hier würde ich ein riesen Schlafzimmer draus basteln. Hier passen bestimmt auch einige Bewohner rein. So viel zu diesem Haus. Was ist das? Es ist groß, aber hässlich. Wie eine Bewohnernase. Direkt gespawnt. Ja, ich weiß ja nicht. Es ist einfach ein Würfel. Die ultimative Noob Base. Da sehen ja meine Häuser viel besser aus. Reden wir nicht lang. Schauen wir uns die auch genauer an. Vielleicht können wir hier drin richtig gut leben. Auf die inneren Werte kommt's an. Okay, hier haben wir richtig viel Platz. Truhe, Ofen, Werkbank, Amboss und die Leiter zur Mine. Natürlich haben wir ein gemütliches Schlafzimmer, welches zu einem Raum unter der Treppe führt. Werfen wir direkt einen Blick nach oben. Aha, hier haben wir das Esszimmer mit Stühlen. Außerdem gibt es auch hier einen Balkon. Was zum... Hey, was macht ihr da auf meinem Feld? Das ist mein...
mein Grundstück. Ich rufe die Polizei. Ich werfe euch mit einem Zaun ab. Wo ist meine Wasserpistole? Klettern wir nach oben? Hier unterm Dach können wir noch mehr Blöcke verstauen. Aber ich weiß nicht. Irgendwie ist die Base langweilig. Da haben wir schon deutlich coolere gesehen. Hey Bewohner, willst du dieses Haus kaufen? Das ist ein architektonisches Meisterwerk. Ganz modern. Ich habe ganze 5 Tage dran gebaut. Was? Du würdest mir 4 Erde dafür geben? Was soll das denn bedeuten? Du kleiner... Als nächstes haben wir das Akazienhaus. Direkt gebaut. Das ist doch was für die Bewohner. Hier haben wir ein abgezäuntes Grundstück mit Feld. Licht, dass keine Monster spawnen. Bäume, das gefällt mir. Das sieht wieder ziemlich groß aus. Werf mir einen Blick rein. Aha, auf der linken Seite haben wir unser Schlafzimmer. Sieht aus wie ein Gefängnis. Auf der rechten Seite ein Raum mit Tür. Hier geht's in den Keller. Vorsicht, nicht runterfallen. Hier haben wir viele Kisten. Hier können wir echt viel lagern. Mindestens 10 Bewohner. Lol. Okay, das ist größer als ich dachte. Gehen wir nach oben. Dann haben wir auch hier einen Dachboden. Vielleicht kann hier unser Hund leben. Das wäre doch was. Und draußen könnte er auf dem riesen Grundstück rumtoben. Alles mit einem Klick. Weiter geht's mit dem Erdhaus. Wer würde sowas haben wollen? Ich will das bauen. Ja, ist das ein Haus oder ein Unfall? Ich bin mir da nicht sicher. Gucken wir direkt mal rein. Da ist ein Schaf in meinem Haus. Oh, das ist doch... Alter, raus! Mann, das kann echt nicht wahr sein. Alles kriminelle Verbrecher. Okay, in der ersten Etage haben wir ein Feld. Hier kann unser Lumpi aufpassen, dass keine bösen Bewohner in unser Haus einbrechen. Gehen wir weiter runter. Aha, hier unten befindet sich Truhe, Öfen und Werkbänke. Gehen wir um die Ecke, dann haben wir hier das Bett. Und natürlich den Weg in die Mine. Diese Base ist gar nicht mal so schlecht, aber wir sind natürlich noch nicht am Ende. Farm Level 3 und gigantische Gebäude. Nächstes Mal geht es rund. Das war die 2. Folge. Die letzte Folge mit Riesenburg. Gigantische Villen, aber auch kleine Häuser werde ich auf dem Bildschirm verlinken. Das müsst ihr gesehen haben. Einfach klicken. Ich freue mich auf die nächste Folge. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Das war der Kopper. Bis dahin und Hallöchen.